Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zurück und freue mich auf weitere spannende Vorträge. US Navy bestätigt, diese UFO-Videos sind echt und sollten nie veröffentlicht werden. Huffington Post, 18. September 2019. Der nächste Referent hat in Frankfurt Jura oder wie man bei uns in Österreich sagt JUS studiert und darin auch promoviert. Inspiriert wurde er durch Stephen Hawking und hat daher ein paar Semester Physik studiert. Er ist Autor mehrerer Bücher und über einen eigenen Artikel in Sagenhafte Zeiten ist er zu diesem Vortrag gekommen. Heute spricht er über die Native Americans und ihre Lehrmeister. Dr. Marcel Polte. Ja, meine verehrten Damen und Herren, mein Name ist Marcel Polte. Ich bin, wie bereits kurz erwähnt, Jurist, zudem noch Hypnosetherapeut und Forscher auf dem Gebiet der Kontakte mit nichtmenschlicher Intelligenz. Dabei arbeite ich mit Forschern aus aller Welt zusammen und habe 2018 das Buch GRACE, weltweites Wirken und Entführung in Deutschland veröffentlicht. Und darin gebe ich einen Überblick über die aktuelle sogenannte Abduktionsforschung der letzten 40 Jahre und stelle dem die Ergebnisse gegenüber meiner eigenen Arbeit mit Betroffenen aus dem deutschsprachigen Raum. Das Ziel der AAS, haben wir heute auch schon gehört, ist es, einen anerkannten Beweis für Besuche von Außerirdischen auf unserer Erde zu erbringen, die in ferner Vergangenheit stattfanden. Und die Wahrscheinlichkeit für vergangene Kontakte zwischen Menschen und fremden Wesen von anderen Planeten würde naturgemäß dadurch erheblich erhöht, wenn sich solche Kontakterfahrungen auch in der Gegenwart nachweisen ließen. Und dies ist tatsächlich möglich. Wie ich in GRACE im Einzelnen darlege und heute auch kurz anreißen werde, wurden bereits seit Jahrzehnten hunderte Kontakterfahrungen mit fremden Wesen gesammelt und untersucht. Und die Berichte weisen häufig identische Muster auf, bis hin zu übereinstimmenden Detailbeschreibungen. Hinzu kommen weitere typische Merkmale bei den Betroffenen, wie zum Beispiel Zeitverluste oder elektromagnetische Anomalien im Alltag. Und diese Kontaktberichte aus aller Welt sind natürlich im Zusammenhang mit Sichtungen unbekannter Flugobjekte zu sehen, die seit rund 70 Jahren von zivilen Zeugen, Piloten und Militärangehörigen berichtet werden. Was die Realität dieses UFO-Phänomens anbelangt, so gibt es seit Dezember 2017 einen Paradigmenwechsel. Und dieser wirkt sich unmittelbar auch auf die Arbeit und Akzeptanz von Erich von Däniken's Theorie der vorzeitlichen Raumfahrer aus. Und zwar im Dezember 2017 berichtete unter anderem die New York Times erstmals über ein bislang geheimes UFO-Forschungsprogramm des Pentagon. Parallel dazu wurden UFO-Aufnahmen aus den Cockpits von US-Kampfflugzeugen veröffentlicht und seitdem sind die Sichtungen der Marinepiloten ein ständiges Thema in den US-Mainstream-Medien. Man sieht hier eine Headline der New York Times. Vorläufiger Höhepunkt dieser Zeitungsmeldungen über geheime, sind Berichte über geheime Briefings, sowohl von Präsident Trump als auch von mehreren Senatoren. Und zwar halten sich die Hauptakteure dieser Offenlegungskampagne derzeit noch mit Spekulationen darüber zurück, was hinter diesem UFO-Phänomen steckt. Doch immerhin konnte man bereits von dem ehemaligen Leiter des UFO-Forschungsprogramms, Luis Elizondo, auf CNN hören: We may not be alone, also wir sind möglicherweise nicht alleine. Soweit reicht das Ganze schon. Vor diesem aktuellen Hintergrund sind also die Forschungsarbeiten von Erich von Däniken zu würdigen, dessen Reisen ihn immer wieder auch zu den geheimnisvollen Pyramiden der Maya in den Urwäldern Mesoamerikas führten. Und wie die Anwesenden wissen, sind die Kenntnisse der alten Maya auf dem Gebiet der Architektur, der Mathematik und der Astronomie ohne Zweifel äußerst beeindruckend.
Angesichts der erstaunlichen Fähigkeiten dieses Volkes stellt sich natürlich die Frage, woher all diese Kenntnisse stammten. Gab es tatsächlich einen Kontakt zu außerirdischen Göttern, Raumfahrer, die dem Urvolk, dieses Urvolk dann in fortschrittliches Wissen einweihten? Und um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wäre es natürlich hilfreich zu wissen, was denn die Nachkommen der alten Maya zu diesem Thema zu sagen haben. Glücklicherweise gibt es eine Person, die sich genau darum bemüht hat, und dabei handelt es sich um die Professorin oder ehemalige Professorin der Montana State University, R.D. Sixkiller Clark. Das sehen wir hier auf dem Bild. In jahrelanger Arbeit sammelte sie hunderte Berichte über UFO-Sichtung und Kontakte mit außerirdischen Wesen, sowohl bei den Nachfahren der nordamerikanischen Ureinwohner als auch bei den in Mittelamerika lebenden Maya. Aufgrund ihrer indianischen Wurzeln war es ihr möglich, dann zu diesen Menschen auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, und daher vertrauten ihr die Betroffenen dann in ihre persönlichen Erlebnisse an, mit denen sie zuvor oft nur mit ihren nächsten Bekannten oder Verwandten drüber gesprochen hatten. Dabei ging es Dr. Clark allerdings nicht darum, um eine streng wissenschaftliche Erforschung und Überprüfung dieser Berichte. Ihr Ziel war es vielmehr, außergewöhnliche Erlebnisse aus diesen Kulturen zu sammeln und damit zugleich zu bewahren. In mehreren Büchern gibt sie eine Auswahl der ihr anvertrauten Erzählungen wieder, und eines dieser Werke handelt von ihrer abenteuerlichen Reise auf den Spuren der berühmten Maya-Forscher John Lloyd Stephens und Frederick Catherwood durch Belize, Honduras, Guatemala und Mexiko. Und ihre Strapazen wurden belohnt. Viele Angehörige der Maya berichteten ihr von Lichterscheinungen, die sie über den uralten Pyramiden ihrer Vorfahren gesehen hatten. Andere vertrauten ihr sogar an, selbst in Kontakt mit den fremden Wesen gekommen zu sein. Und einige dieser erstaunlichen Zeugenaussagen möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Bei all den Berichten über die Sichtung von UFOs ist zunächst einmal auffällig, dass im Wesentlichen zwei Arten von Raumfahrzeugen gesehen wurden. Das sind zum einen die auch im Westen immer wieder beschriebenen fliegenden Untertassen. Dabei handelt es sich um meist sehr große, runde Objekte mit einem kuppelförmigen Aufbau und seitlich verlaufenden Lichtern. Und einige Zeugen vergleichen diese Form der Objekte mit zwei aufeinanderliegenden Untertassen oder einem flachen Hut. Zum anderen beschreiben die Maya-Zeugen mehrfach aber auch ein riesiges Flugobjekt, das einem länglichen Gastank gleicht, ähnlich den Tanks, die von Tankwagen transportiert werden. Und das Objekt war allerdings um ein Vielfaches größer als ein solcher Gastank ohne Flügel oder andere erkennbare Applikationen. Aus der westlichen Forschung sind diverse Formen und Größen von UFOs bekannt. Interessant ist aber, dass gerade die Maya-Zeugen immer wieder diese Tankform erwähnen. Seit kurzem hat nämlich dieser UFO-Typ, kann man sagen, eine weltweite Aufmerksamkeit erfahren. Grund dafür sind die Aufnahmen aus US-Kampfflugzeugen und die Zeugenaussagen auch der beteiligten Piloten, die ein riesiges fliegendes Tic-Tac beschreiben. Dabei geht es um einen Vorfall, der sich in der Nähe des Flugzeugträgers USS Nimitz und seiner Begleitflotte im Jahr 2004 ereignet hat. Darüber berichteten nicht nur führende US-Medien, der US-Fernsehkanal History Channel ist Ihnen sicher auch bekannt, der produzierte auch eine sechsteilige Serie, in der die Jagd nach diesem Nimitz-UFO dann dokumentiert wird. Dabei verrät der damals zuständige Radar-Operator, dass gleich eine ganze Flotte solcher Tic-Tac-UFOs beteiligt war, und diese flog auf der Höhe von San Diego entlang der Westküste der USA in Richtung Süden und verschwand dann nahe der mexikanischen Insel Guadalupe vom Radar. Und jetzt stoßen wir also bei Dr. Clark in ihrem Buch aus 2015 auf diesen gleichen UFO-Typ, der in Mexiko und weiter südlich mehrfach von Maya-Angehörigen gesichtet wurde. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das ein bloßer Zufall? Doch nicht nur die beschriebenen UFOs sind westlichen Forschern vertraut, gleiches gilt für die Insassen der Flugobjekte, mit denen einige Maya-Zeugen in Kontakt kamen. Vor allem der Typ des grauen Außerirdischen, des sogenannten Grays, wird dort mehrfach beschrieben, oft klein wie ein Kind, mit einem ja, dünnen, länglichen Körper, mit dünnen Armen und Beinen, großer Kopf, der zum Kinn hin spitz zuläuft, große, schwarze, schrägstehende Augen.
meist ein silbriger, eng anliegender Anzug. So lauten da die typischen Beschreibungen, die man bei den Mayas hört. Und das ist genau dasselbe, was auch in der westlichen Forschung bekannt ist. Aber auch andere Fremde tauchen in den Begegnungen auf. So berichten die Maya immer wieder von menschlich aussehenden UFO-Insassen. Eine häufig beschriebene Spezies trägt weiße Anzüge, ist sehr groß, hat eine auffallend helle oder fast weiße Haut und weißes, dünnes Haar. So berichtet Wak Chan von großen blauhäutigen Wesen, die einem untertassenförmigen UFO entstiegen. Und diese konnten sich nicht nur durch Wände bewegen, sie entführten auch eine ganze Familie in ihr Raumfahrzeug und verschwanden dann. In der westlichen Forschung ist diese Spezies nicht bekannt. Dr. Clark weist jedoch darauf hin, dass sie noch eine ganze Reihe weitere Berichte über solche blauhäutigen Fremden im Land der Maya hörten. Und auch in der Tradition der nordamerikanischen Cherokee und der Hopi-Indianer gäbe es Erzählungen über blauhäutige Wesen von den Sternen. Eine andere bemerkenswerte Spezies beschreibt der Maya-Älteste Jok. Demnach gäbe es Wesen, die in ihrer wahren Form Lichtbälle seien. Sie könnten jede beliebige Gestalt annehmen. Auf der Erde könnten wir sie als Humanoide wahrnehmen. Auf anderen Planeten könnten sie hingegen die Form der jeweils dominierenden Gattung in diese wechseln. Wer Erich von Denigens Begegnung mit Tommy kennt, mag sich fragen, ob es sich bei dem Wesen nicht genau um diese Spezies dort gehandelt hat. Solche Lichtkugeln, aus denen humanoide Wesen hervortreten oder die sich in solche verwandeln, tauchen in den Maya-Berichten immer wieder auf. Mir selbst ist aus sicherer Quelle ein Fall aus Österreich bekannt, in dem genau dies dann auch beobachtet wurde. Darüber hinaus haben mir sehr viele Betroffene von Lichtkugeln berichtet, die sie aus nächster Nähe dann wahrnehmen konnten. In der Forschung werden diese Energiebälle Orbs genannt und ja, werden auch seit langer Zeit schon erforscht. Es ist auffällig, dass die UFOs häufig, oft regelmäßig wiederkehrend über deutenden Maya-Städten gesichtet wurden. Hier sieht man Chichen Itza zum Beispiel. Und einer dieser Orte, die dort genannt wird in den Berichten bei Dr. Clark, ist die Stadt Lambitieco. Helio berichtet davon, wie runde silberne Scheiben über dem Palacio de los Caciques und dem Palacio de los Sacerdotes schwebten. Auch werde davon erzählt, dass eines der Raumfahrzeuge gelandet sei und zwei Fremde ausstiegen, um die Maske von Cosiro zu begutachten. Doch nicht nur das, andere Zeugen konnten sehen, wie humanoide Wesen die Fluggeräte verließen und dann in den alten Maya-Bauten verschwanden. Alejandro sah, wie die Fremden auf einen alten Maya-Tempel zuliefen. Allerdings stiegen sie nicht die Stufen empor, sondern sie liefen sozusagen geradewegs durch diesen Treppenaufgang. Und so unglaublich das klingen mag, etwas Ähnliches ist aus der westlichen Abduktionsforschung schon lange bekannt. Immer wieder berichten nämlich Betroffene davon, dass sie während ihrer Entführung gemeinsam mit den Fremden durch Wände, Decken oder geschlossene Fenster sich bewegten. Und auch Palenque wird von den Fremden offenbar besucht. Manolo erzählt von einem Erlebnis eines Freundes, der dort als Nachtwächter arbeitete. Und dieser beobachtete eine große silberne Scheibe, ein Flugobjekt, vergleichbar wiederum einem flachen Hut, was auf dem Platz dort landete. Große weiße Fremde entstiegen dann diesem Gefährt und verschwanden in der Pyramide der Inschriften. Ein anderer Maya, Pax, bestätigt solche UFO-Sichtungen in Palenque. Vor allem Lichtbälle würden dort immer wieder am Eingang des Tempels der Inschriften beobachtet, dem Grabmal des Herrschers Pakal I. Gabriel macht dieselbe Beobachtung. Ein rundes Flugobjekt landete nämlich auf dem Platz und drei Männer kamen daraus hervor. Vor dem Tempel der Inschriften verwandelten sie sich dann in diese Lichtkugeln, die dann hinauf zum Eingang des Tempels schwebten und darin verschwanden. In der westlichen Forschung sind hunderte Entführungsfälle bekannt, in denen Menschen von den Fremden dann in das Innere ihrer Flugobjekte mitgenommen wurden und auch mehrere Maya-Zeugen berichten genau davon. Einer von ihnen ist Steven und nach Stevens Aussage kümmerten sich die Fremden nicht um seine Gefühle, während sie ihre Untersuchungen an ihm vornahmen und auch westliche Betroffene weisen immer wieder darauf hin, auf diese mechanische Gleichgültigkeit ihrer fremdartigen Entführer. Wie Steven weiter ausführt, sind die Wesen in der Lage, einen Menschen allein mithilfe ihrer mentalen Kräfte zu paralysieren und ihn auch das Erlebnis anschließend wieder vergessen zu lassen.
Und Agner beschreibt, wie die Wesen, die bis auf die roten Augen den typischen Grauen ähnelten, sie und ihre Freundinnen nicht nur lähmten, sondern ihnen auch suggerierten, sie seien vier Jungs aus dem Dorf. Vater Philippe erzählt, wie seine Nachbarn und Verwandten eines Nachts an Bord eines Raumschiffs entführt wurden und, wie aus der westlichen Forschung bekannt, wurden dabei die Zeugen von den Fremden offenbar ausgeschaltet. Es war also nicht möglich, diese anzusprechen oder aufzuwecken. Und das passte auch zu einem Erlebnis von Tohil, der von den Fremden ebenfalls in ein Raumschiff verschleppt wurde. Dort steckte man ihn in einen Raum zusammen mit anderen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und ihrer Kleidung nach zu urteilen, die von Nachtwäsche über Arbeitskleidung bis hin zu feiner Abendgarderobe reichte, sah so aus, als wenn sie aus bestimmten Situationen jeweils dann entführt worden wären. Keiner dieser Personen sah ihn an oder bewegte sich oder zeigte Gefühle oder leistete Widerstand. Und bei einem anderen Entführungsfall, da wurden vier Maya sogar mitsamt ihres Fahrzeugs in das UFO verfrachtet. Auch in der Abduktionsliteratur sind mehrere Fälle bekannt, in denen dann jeweils ein Fahrzeug nebst den Insassen in ein Flugobjekt mitgenommen wurde. Nicht nur diese Aspekte sind seit langem bekannt, ebenso werden den jungen Entführten häufig Aufgaben gestellt, so wie es auch Steven, ein Maya, erlebte. Und die Fremden beobachten dabei interessiert dann die Lösungsstrategien, die das Kind dabei anwendet. Später erklärten die Fremden Steven auch über seine Bestimmung auf. Er sollte nämlich seinem genetischen Klon all das beibringen, was er als Bauer gelernt hatte. Auf einem anderen Planeten würde dann so sein Wissen und Handwerk zum Einsatz kommen. Der älteste Raoul Manuel hatte eine ähnliche Aufgabe. Er beschreibt eine botanische Anlage an Bord des Raumschiffs. Dort unterrichteten dann die Fremden ihn in allem, was er über Pflanzen und den Dschungel und die Wälder wusste und bereits von seinem Großvater gelehrt bekommen hatte. Eine weitere Gemeinsamkeit betrifft die in der Abduktionsforschung seit Jahrzehnten bekannten unerklärlichen Schwangerschaften. Dabei tritt häufig im Zusammenhang mit einer UFO-Sichtung dann eine überraschende Schwangerschaft auf, die nach etwa 2 bis 3 Monaten ebenso plötzlich wieder verschwindet. Auch ich habe mit mehreren Frauen gearbeitet, die solche Erfahrungen hier im deutschsprachigen Raum gemacht haben. Und gegenüber Dr. Clark beschreibt Rosalie, eine Maya-Frau, dass sie im Alter von 16 Jahren an Bord eines runden Flugobjekts gezogen wurde. Und 2 Wochen nach diesem Ereignis stellte sie dann fest, dass sie schwanger war, ohne Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Nachdem sie 2 Wochen später dann erneut ein UFO gesehen hatte, war diese Schwangerschaft überraschend verschwunden und einer ihrer Freundinnen widerfuhr dasselbe Schicksal. Und auch eine weitere Maya-Frau, Camilla, hatte ein solches Erlebnis. Im Alter von 13 Jahren zeigte sie nach der Sichtung eines UFOs alle Anzeichen einer Schwangerschaft, obwohl sie noch nie mit einem Jungen intim gewesen war. Einige Wochen später sah sie dann erneut ein UFO und am nächsten Tag war das Gefühl, schwanger zu sein, verschwunden und ihre Periode begann. Also man sieht da dasselbe Muster wie bei einem anderen Erlebnis. Doch nicht nur Entführungen von Menschen tauchen in den Maya-Berichten immer wieder auf, bisweilen vergreifen sich die Fremden dann sogar an Tieren, so beobachten die Zeugen, wie ein Krokodil in ein UFO gebeamt wurde, eine Henne verschwand, in einem anderen Fall konnte der Besitzer den Diebstahl seines Hausschweines durch 2 Greys in letzter Sekunde abwehren und die fremden Wesen wurden dabei beobachtet, wie sie Proben von Mais, Heilpflanzen und Gestein einsammelten. Mehrere Maya berichten außerdem davon, dass die Fremden sie vor einer bevorstehenden globalen Katastrophe gewarnt hätten. In der westlichen Abduktionsforschung sind solche Untergangsszenarien seit vielen Jahren bekannt. Die fremden Wesen spielen dann solche Zerstörungsszenarien in Entführten vor, auf Bildschirmen an Bord der Raumfahrzeuge oder ja, suggerieren die Bilder sozusagen direkt in das Bewusstsein der Entführten. Viele der Betroffenen, mit denen ich arbeite, die haben auch Träume über diese Weltuntergangsszenarien und mir davon berichtet. Alles, aber was sich jetzt aus dem schließen lässt, aus dieser Verbindung der alten Maya zu den Göttern, ist natürlich trotz der vielen Gemeinsamkeiten die Frage, die wir uns hier stellen sollten. Und zunächst einmal muss man sagen, dass der Maya-Älteste Jock wohl richtig liegt, wenn er behauptet, dass es viele verschiedene Star-People dort draußen gäbe, die von vielen Orten kämen und in jedem Moment würden sich hunderte von Raumschiffen um die Erde herum befinden. Also wir haben es ja nicht nur mit einer außerirdischen Zivilisation zu tun und haben ja auch vorhin im Vortrag gehört, dass die Wahrscheinlichkeit in der Tat dafür spricht,
dass unser Universum stark bevölkert ist. Nur eine dieser außerirdischen Gruppen sei allerdings mit den Maya verbunden. Und das stimmt mit der Erklärung des ältesten Vicente überein. Danach würden nämlich die Himmelsgötter, die sie auf die Erde brachten, wie sie selbst aussehen. Und diejenigen größeren oder kleineren Wesen, die sie heutzutage beobachten, gehörten dann hingegen zu anderen Spezies als die ihrer Vorfahren. Viele Älteste erzählen auch, dass die Maya von den Sternen kamen, und dabei weisen sie auf einen wichtigen Unterschied hin gegenüber der Ancient Astronaut-Theorie Erich von Denikens. Nicht die Maya wurden demnach von außerirdischen Wesen besucht und unterrichtet, sie seien selbst die Außerirdischen, verfügten vor langer Zeit dann über fortschrittliche Fähigkeiten und weitreichendes Wissen. Demnach seien also die heutigen Maya die Nachfahren dieses Sternvolkes. Ihre Sprache und ihre DNA seien die der Sky People. Rodrigo, ein anderer Maya, meint hingegen, dass die Star People lediglich Besucher seien. Also das passt dann wieder zu der Theorie Erich von Däniken. Die Maya nannten sie zwar Vorfahren, weil sie wesentlich älter als ihr Volk waren. Die Angehörigen des Sternvolkes seien jedoch nicht ihre genetischen Verwandten. Auch Helio versteht den Begriff der Vorfahren eher als einen Hinweis auf die universelle Verbundenheit aller Lebewesen im Kosmos. Und wie Dr. Clark erläuterte, ist es tatsächlich so, dass auch bei den Lakota Sioux es genau dafür einen Begriff gibt, nämlich Mitakuye Oyasin, was bedeutet, alle sind verbunden bzw. alle sind verwandt. Und die Parallelen zwischen den Nachfahren der Ureinwohner Amerikas reichen noch weiter. Denn auch bei den nordamerikanischen Ureinwohnern und Indianern, bislang haben wir ja über die Mayas hier gesprochen, da sind diese Sky People tief in ihrem Glaubenssystem verankert. UFO-Sichtung und Kontakte zu diesen Bewohnern des Himmels, die werden daher auch nicht mit Skepsis oder gar Spott und Hohn betrachtet, wie in unserer westlichen Welt. Stattdessen wissen die Indianer von einer uralten Verbindung zwischen ihnen und diesen Fremden, wie zum Beispiel auch der Indianer Ivan bei Dr. Clark erklärt. Nach dem Wissen, das von den Ältesten seit Generationen weitergegeben wird, sind das Volk der Indianer die Kinder der Besucher von den Sternen. Anders als bei den Maya betrachten sich aber die nordamerikanischen Indianer, betrachten diese Fremden zwar als ihre Vorfahren, sich selber aber nicht als Außerirdische. Die Erfahrungsberichte, die Dr. Clark in Nordamerika sammelte, weisen im Übrigen viele Übereinstimmungen zu den Maya-Berichten auf. Bis in kleinste Details stoßen wir auch hier auf Beschreibungen, die aus der westlichen Abduktionsforschung bekannt sind. Ebenso wie die Maya-Zeugen berichten auch die nordamerikanischen Indianer von diesen zwei UFO-Typen, den fliegenden Untertassen und auch diesen gastankförmigen Objekten. Und neben großen weißen Gestalten mit weißen Haaren, wie eben schon erwähnt, trifft man auch hier immer wieder auf Erzählungen dieser allseits bekannten Grauen. Zu diesen Zeugen gehört zum Beispiel Antonio und auch die 79-jährige Cherokee oder Choctaw namens Eve, die sogar eine sehr detaillierte Beschreibung des äußeren Erscheinungsbildes, aber auch der mentalen Fähigkeiten dieser Spezies gibt. Man sieht hier mal ein Bild, künstlerisch dargestellt, eines solchen Grauen. Erstaunlich ist, dass der älteste Sam sogar etwas zum Hintergrund genau dieser Rasse hier zu sagen hat. Auch ein nordamerikanischer Indianer. Seine Angaben entsprechen dabei genau den Informationen, auf die man auch in der westlichen Abduktionsforschung immer wieder stößt. Demnach seien nämlich diese Greys nicht länger menschlich. Sie hätten durch genetische Manipulation die Fähigkeit, Liebe, Leidenschaft und Schmerz zu fühlen, gezielt aus ihrer Rasse entfernt. Sie glaubten nämlich, dass dieses Fehlen von Emotionen eine bessere Welt ermögliche. Und dazu passt es, dass Betroffene immer wieder von dem großen Interesse dieser Grauen an menschlichen Emotionen berichten. Der 82-jährige Lennart berichtet von einer weiteren erstaunlichen Beobachtung aus Nordamerika. Danach passierte genau das Gegenteil einer Entführung. Ein UFO erschien nämlich über seinem Feld und ließ ein Fahrzeug samt menschlich aussehender Insassen zu Boden. Und das Auto fuhr dann auf den nächsten Highway und verschwand. So oft sei dies schon geschehen, dass es bereits eine Fahrspur durch sein Feld gäbe, und die Professorin Clark sah mit eigenen Augen tatsächlich diese Fahrrinne und nicht nur das, sondern auch eine kahle, runde Stelle auf dem Feld dieses Bauern, über das regelmäßig dann ein UFO schwebte. Dies scheint zu den Warnungen des Geschichtsprofessors und Abduktionsforschers
Dr. David Jacobs zu passen. Der behauptet nämlich aufgrund seiner Arbeit mit Betroffenen, die Menschheit werde bereits durch eine menschlich aussehende Hybridspezies unterwandert. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Übereinstimmungen in den Kontakterfahrungen nicht zu leugnen sind. Das gilt sowohl im Verhältnis der nordamerikanischen Ureinwohner zu den Mayas, als aber auch zu den Betroffenen, die es zu Hunderten gibt aus USA, Deutschland und anderen Teilen Europas. Völlig unterschiedlich ist aber die Sichtweise auf das Phänomen. Während es in der westlichen Welt nach wie vor als Tabu betrachtet wird, sind UFO-Sichtungen über Reservaten oder über den alten Maya-Städten und Kontakte zu den Fremden in der Welt der Indianer in eine lange Tradition, kann man sagen, eingebettet, die nämlich unser Universum und all seine Bewohner als eine Einheit betrachtet. Wenn wir Menschen, und das sieht man jetzt anhand der US-Medienberichterstattung über UFOs, dann schon bald natürlich auch mit der Frage konfrontiert werden, gibt es dort draußen intelligente fremde Wesen, dann wird uns vielleicht genau diese seit Jahrhunderten überlieferte Tradition der indigenen Völker helfen zu verstehen, diese erweiterte Realität zu erfassen und auch in unser Weltbild letztendlich zu integrieren. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus